Morgen möchte ich mit diesem Video einmal kurz über meine Arbeit ein bisschen erzählen, weil viele durch diese Facebook oder durch meinen Kanal von YouTube mich kennenlernen und die wollte ein bisschen mehr von persönlicher wissen, was ich mache. Und mit diesem Video, ich möchte mal kurz erzählen, dass mein Name ist Münti Ermin und ich lebe in Deutschland schon 30 Jahre. In Nibi bin ich 22 Jahre gelebt und aus Sylt bin ich 9 im März meine Laden hier aufgemacht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde von oben oder von irgendwie hierher geschickt. Da ist mein Platz und finde ich fühle mich hier in meinem Laden aus Sylt ist sehr wohl und das kommt immer dieser richtige Platz, richtige Menschen zu mir ohne was zu. Also das ist alles Überraschung und alles ist eine wundervolle Begegnung mit den Menschen, die zu mir kommen, weil ich bin auch einfach nur eine Frau, eine Hausfrau, eine Mutter, eine Ehefrau, eine Geschäftsfrau. Ich habe in Nibi ein Restaurant, asiatisches Restaurant in Nibi, 21 Jahre. Und nun bin ich in neuen Berufung und viele von meinen Kunden, die so oft in Restaurant kommen zum Essen, fragen mich immer, oh, hast du eine neue Berufung? Hast du neue Wege? Ja, also für mich ist nicht einfach, mit 49 wieder einen neuen Beruf zu wechseln, zu ändern. Aber das ist auch schön, weil das ist auch alles schon von mir drinnen und nun brauche ich nur entfalten, was ich meine Fähigkeit, meine Erfahrungen so weitergeben. Ich bin in verschiedenen Seminaren oder Lehrgang in Deutschland, in Schweiz und in Vietnam gelernt und immer weiter lernen. Ich höre auch sehr viel Vortrag, damit ich meine deutsche Sprache verbessern will, obwohl mein Kind hat gesagt, Mama, du sprichst komisch auch, aber ich spreche trotzdem, weil wenn ich nicht spreche, dann man weiß nicht, was meine meine Sprache was klingt und dann lerne ich dadurch zu verändern, zu verbessern. Also viele Klienten kommen erstmal immer neugierig wegen dieser Wiener Massage. Was bedeutet die Wiener Massage? Das ist eine Methode von Dr. Professor Buikuk Chow vor 38 Jahren entwickelt. Und dann hat er war von Anfang ist Akupunktur und danach hat er nur mit dem Instrument verschiedene Punkte auf dem Gesicht aktiviert, damit die Schmerzen lindern. Und das ist nicht nur diese Schmerzlinde, sondern auch vier verschiedene Ebenen. Also es wird man auch sehr, sehr viel verändert nach der Behandlung. Durch diese körperlich, durch den Geist und die Seele. Also bin ich immer begeistert und dann habe ich jeden Tag in meinem Restaurant für meine Kunden so praktiziert, die kommen zum Essen und dann kriegt sie auch mal schnell die Behandlung und dann gesund nach Hause. Und das ist immer schöner zu sehen, wieso die Methode ist so schnell funktioniert. Dann habe ich so begeistert und dann mache ich immer weiter, weil die Vertrauen und die Glauben in diese Methode ist ganz groß in mir. Also manchmal muss man auch nicht verstehen, warum, wieso und weshalb. Ich tue nur einfach, weil ich das glaube. Und
Und dann hinterher habe ich auch mit dem Innerweih von Uwe Abrek, ein deutscher Arzt in Berlin, diese Methode entwickeln, mit Energie, mit Frequenz, und das funktioniert auch einwandfrei. Also ich verstehe auch nicht, warum, aber das benutze ich fast jeden Tag für mich selber. Und das funktioniert. Und das mache ich. Danach habe ich auch mit Quantenheilung, mit Umfeldarbeit und sehr viel Thai-Methode selber gelernt, selbst beigebracht, weil Internet gibt so viel Information, ist alles da, man braucht nur annehmen. Die ist wunderschöne Geschenk, wunderbare Information, ist alles da, man braucht nur öffnen und dann empfangen. Ja, und das kommen auch Frauen, Männer, und Männer wissen auch, jetzt ist auch immer mehr, weil sehr viel Depression durch die Scheidungen, durch die Trennung von Frau und von Kindern, und die Männer ist total am Ende. Die funktioniert wie nur eine Maschine, also nur funktioniert. Also nicht richtig leben, wenn ich richtig in die Augen sehe, dann die sind wie, also nicht lebendig. Und das freut mich so sehr nach den Sitzungen, nach der Behandlung, die sind wieder total erleichtert. Es ist wie die Rucksack mit sehr schweren Steinen, ist alles drunter, also richtig loslassen, sehr viel Erleichterung. Und die Lebensfreude wieder da. Und das freut mich so sehr. Und auch mit Frauen durch die Tod von ihrem Mann oder die Scheidungen oder die Probleme, die sind auch, die Herz ist einfach geschlossen. Also die hat keine Lust mehr wieder zu verlieben. Und das ist so, so traurig. Und die lebt 5 Jahre, 10 Jahre, 30 Jahre, 35 Jahre allein und nie wieder verlieben können. Und frage ich mich, warum und wieso. Wir leben einmal in diesem Leben und wir lernen alle Erfahrungen. Und das Leben ist so schön, so wundervoll. Und warum hat man dieses Herz nicht nochmal aufmachen, empfangen? Das gibt auch noch genug gute Menschen, gute Leute, und braucht man gar nicht so enttäuscht werden. Und man muss auch verstehen, warum ist man in dieser Erde geboren, und wer bist du, und was ist deine Hausaufgabe hier auf der Erde. Und also durch diese Sitzung, manche habe ich auch diese Rückverbindung, damit die spüren wieder die Energie, wieder die Vertrauen, wieder das Herz öffnen für alles, was Neues. Und wenn sie sich selbst vertrauen, dann schaffen sie auch. Weil sie sind Schiffer in unserem Leben. Sie sind Schiffer. Sie wissen auch nicht mehr offen mehr. Und das alles, alles, alles haben wir gelernt, alle Erfahrungen gesammelt und keine Fehler. Und man braucht nicht Schuldgefühl. Und kann man auch sehr gut mit Ho'oponopono von Hawaii benutzen. Dankeschön. Tut mir leid, ich liebe dich, ich liebe mich und ich liebe das Leben. Und das ist auch mein Motto, dass ich viele Menschen diese Liebe zu zeigen, die Impuls zu geben, damit sie wieder lebendig, Lust zu leben und Leben genießen, und es wird alles, 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 alles gut. Also, einmal kurz über meine Arbeit, und ich freue mich auf euer Anruf, euer Schreiben, und ich freue mich auch, euch zu sehen. Ich habe am Samstag dieser Woche in Ostsee eine Workshop von 12 Uhr bis 14.30 Uhr über Vinyasa.
bei Heisam miteinander. Und ich freue mich, euch da zu sehen. Bis September 8., 9. September. Ich habe auch hier in meiner Praxis 2 Tage Seminar über meine Methode, über meine Behandlung, über diese Heilungsmethode Jumali. Das ist die Abkürzung von meinen 3 Mädchen. Und ich freue mich, dass ich euch weiter vermitteln kann. Und das wird auch sehr schön und sehr Spaß und sehr viel loslassen. Und ich freue mich darauf. Also ist alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.